Partie zweier Welten. Die einen, Borussia Dortmund, spielen heute ihr 1500. Spiel. 750. ist zu Hause. Und die anderen, der FC Augsburg, die haben in der Bundesliga noch nicht ein einziges Mal gewonnen. Ja, und ob das gerade heute gegen den Meister klappt, das wollen wir mal mit einem Fragezeichen versehen. Denn Dortmund ist auf der Mission Wiedergutmachen für die Pleite von Marseille. Allerdings immer noch ohne den Mann, auf den die da so lange gewartet haben, Lucas Barrios. Gegen einen Gegner, der komplett massiert steht, der, wo man jetzt von Anfang an ganz hohes Tempo gehen muss, auch das bei aller Lust der Leute auf Lucas Barrios, die ich auch in mir trage, ich freue mich auch, dass er wieder da ist, macht das jetzt keinen Sinn. Ja, also Barrios immer noch nicht in der Startelf, aber Jürgen Klopp hat sein Team mächtig durcheinander gewürfelt. Wie, das sagt Ihnen jetzt Martin Groß. Viel Spaß mit der Partie. Tja, auch von hier oben erstmal einen sommerlichen guten Nachmittag. Der Signal Iduna Park mit 80.000 besetzt. Simon Südl hat das ja eben gesagt, beim Spiel zweier Welten. Der Meister trifft auf den Aufsteiger, der gerade 8 Bundesligaspiele in seiner Geschichte zu bieten hat. Gucken wir auf die Aufstellung, die sich Jürgen Klopp heute ausgedacht hat. Und ein bisschen schlucken durfte man dann schon. Das Spiel von Marseille hat Wirkung gezeigt, zumindest was die Startelf angeht. Denn Jürgen Klopp hat sich für 5 neue in der Startelf entschieden. Wir haben das mal für Sie farbig unterlegt. Deswegen sage ich Ihnen, wer alles nicht dabei ist, Schmelzer raus, weil verletzt. Aber dann diejenigen, die zuletzt nicht so zu überzeugen wussten. Subotic, Kehl, Kagawa, Großkreuz. Alle nur auf der Bank, weil es eben mit der Leistung zuletzt nicht so gestimmt hat, wie sie selber sich das und wie natürlich auch Jürgen Klopp sich das vorgestellt hat. Also, wir werden mit Spannung verfolgen, wie diese in An- und Abführung neue Dortmunder Startelf mit dem FC Augsburg klarkommt, der hier doch sehr defensiv vermutet wird. Sie haben Jürgen Klopp ja eben im Interview noch kurz gehört. Dass das hier kein Spaziergang werden wird, das haben die bisherigen Saisonauftritte der Augsburger gerade auch auswärts deutlich gemacht. Sie sind in der zweiten Liga auswärts prima zurechtgekommen und in der ersten im Prinzip auch erst eine Niederlage in Nürnberg. Also da kommt was zu auf die Borussen, vielleicht auch gehörig Geduld. Gucken wir auf das, was Jos Luukay mit dem FC Augsburg angestellt hat. Zuletzt gab es ja zu Hause ein 0:0, was man vor allen Dingen deswegen gut fand, weil es eben mal ein 0:0-Spiel war. Und deswegen hat Jos Luukay auch nicht viel verändert. Kalsen Bracker rückt wieder in die Mannschaft hinein, rechts hinten. Dafür ist Nando Raphael draußen. Und so kehrt der FC Augsburg wieder zu einem 4-2-3-1 zurück. Das ist ja das System, was die Mannschaft in dieser Saison auch schon gespielt hat. Am vergangenen Wochenende war es 4-4-2. Aber das ist dann doch ein bisschen zu offensiv, zu viel des Guten hier beim Meister, der natürlich nach der Niederlage von Marseille drauf brennt, die Zuschauer wieder zu begeistern. Aber davor steht halt viel Arbeit und ich könnte mir schon vorstellen, dass die eben auf Borussia Dortmund zukommen wird. Auch deshalb, weil Jos Luukay gesagt hat, wir sind uns natürlich bewusst darüber, dass wir uns nicht mit dem Meister und dessen Qualität vergleichen können, aber wir fahren auch nicht hierher, um einen Ausflug zu haben. Den hatten sie ja am vergangenen Sonntag. Sie werden das mitbekommen haben. Die Oktoberfestnummer der Augsburger, die dann da zu ein paar negativen Schlagzeilen geführt hat, weil es eben Handgemenge gab. Da ist die Polizei noch dran, um das zu ermitteln. Das ist alles etwas, was man in Augsburg natürlich überhaupt nicht haben kann. Vor allen Dingen, wenn man auf die Statistik schaut und sieht, es steht halt noch kein Bundesligasieg zu Buche. Sie waren ein paar Mal nah dran, gerade auch auswärts. Ich erinnere mich da an das Auswärtsspiel in Berlin, was dann letztlich unglücklich nur 2:2 ausging. Heute ist ein anderer Maßstab da, aber chancenlos sind die, die in Rot hier rauskommen, die Augsburger mit Sicherheit nicht. Also auf geht's in den Signal Iduna Park. Mario Götze bekommt heute die Möglichkeit, in der Zentrale im Mittelfeld die Fäden zu ziehen. War ja zuletzt eher auf der rechten Außenbahn aufgeboten. Jetzt also in der Position, in der Jogi Löw ihn eigentlich am ehesten sieht.
Mal sehen, was er draus macht. Und hören in das rein, was sie natürlich gewohnt sind. Seitenball. Grafati haben das alles hinter sich gebracht. Svaba Grafati, also der Mann, der das Ganze hier heute pfeift. Zum 83. Mal in der ersten Liga aktiv. Unterstützt von Holger Hintschel, Patrick Ittrich und Thomas Metz. Genießen Sie die erste Halbzeit mit Krombacher. Und Tipico Sportwetten. Wetten wie noch nie. Das ist Felipe Santana, Innenverteidiger Nummer 3 bei Borussia Dortmund. Heute zum dritten Mal in dieser Saison von Beginn an. Subotic dafür ja nur draußen. Das ist insofern erwähnenswert, als dass neben Subotic, wenn er nicht verletzt war, bei Borussia Dortmund erst ein einziges Mal auf der Bank gesessen hat. Das war in der Saison 2008-2009. Also, die Wackler von Subotic haben Jürgen Klopp veranlasst, da etwas zu verändern. Zumal Santana immer dann, wenn er gekommen ist, auch entsprechende Leistung abgeliefert hat. So manch einer in der Liga wäre froh, wenn er ihn in der Startelf hätte. Hier ist Santana häufig draußen, aber heute mit ein paar anderen drauf und mit der Chance, sich anzubieten für mehr als nur Backup-Aufgaben. Die Dortmunder in Schwarz-Gelb, von links nach rechts beginnend. Santana. Und Hummels, der genauso selbstkritisch war wie alle anderen nach diesem grotesken 0:3 von Marseille.